So, da. Super, ich habe es jetzt stumpf nach unten gezogen, ohne zu zählen. Hoffentlich wird sich das jetzt nicht rechnen. Gewerbegebiete. Zap. Ich glaube, auslaufen lassen könnte ich das Ganze dann wirklich mit ein bisschen Büro. Und vielleicht dann hier unten so kurz bevor es hügelig wird, machen wir da nochmal so eine kleine einzelne Hügelwohngegend zu, würde ich sagen. Alter, am Pennen der Tenno wie nichts Gutes. Ey, Doc, geh nach Hause, schlaf dich aus. Ach nee, ich bin ja zu Hause. Ich könnte hier jetzt einfach nur ein Zimmer weitergehen und mich hier aufs Gästebett hauen. So, dalle. Dann wollen wir doch mal sehen. Die kommen. Nee, das sieht total schief und krumm aus. So. So. Da ist das Commercial. Ja, im Planungswahn kein Wassergericht, ich weiß. Das ist wohl was, das wird mich mein Lebtag lang verfolgen, dass ich nicht überall Wasser hinlege. Jetzt haltet sich die Straße da unten wahrscheinlich eh gleich wieder ab. So, Commercial. Bürogebäude könnte ich jetzt setzen. Nicht nur können, will ich eigentlich auch. So, und dann baue ich nochmal hier ein Bürogebäude hin. Der Viererstraße. So war das jetzt eigentlich nicht gedacht, weil ich wollte nichts schön hier. Aha, ja, so war das nicht gedacht, aber man kann gar nicht anders bauen. Na gut, dann ist ja was für das hier Büro und von hier machen wir dann so ein kleines hügeliges Berggebiet wieder draus. So, Büro. Geht das so? Kann ich denn jetzt wirklich so sagen, das wird alles Büro? Wasserversorgung steht, gut. Weil dann mache ich hier dann so eine kleine Wohnfläche hier so in den Bergen. So was Kleines, Niedliches nochmal. Können wir hier drüben vielleicht noch irgendwas Süßes machen? Man muss ja nicht nur hoch aus Bunker. Ja. Der Doc und seine Wasserprobleme, ne? Da drüben sag ich's, hier vergesse ich's auch. Und leg ganz großspurig hier Wasser ohne Ende an. Naja, machen wir mal fertig das ganze Gebiet hier und dann muss ich mir um nichts weiter einen Kopf machen. Zumindest was das angeht, dann gucken wir mal. Dann muss ich das hier hinten mal als Gewerbegebiet für Holz ausweisen, die Kante hier hinten. Und dann geht es eigentlich schon mal gut voran wieder. So, wie sieht das hier aus? So, steht keine Hochhäuser, Klei. Der Heide, mir Krautsplatz. Tote, Manhattan, da ist was abgebrannt. Warum ist da was abgebrannt? Heidekreis. Braunschweig, klein und niedlich wie immer. Ja, hier machen wir noch schönes. Lass mal gucken. Ja. Holzindustrie. Die Holzindustrie machen wir wirklich. Die gehen wir hier in dem komplett. Achso. Kent Park. Ich weiß nicht, wie die auf die Namen kommen. Clark Kent oder was? Ja, da ist noch nichts, ja. Das wundert mich auch nicht so, dass das Ganze hier wird. Woody Woodpecker, also Woodpecker Land. Können wir dem ganzen Richtlinien verpassen? Schon für Rauchmelder. Lalalalalalala. Kostenlose Steuerung.
Städteplanung. Ermöglicht die Industrie durch Nichtbeachtung einiger Sicherheitsregeln noch effizienter? Nö. Unterhalt, 2 Cent pro Gebäude, nicht mehr in Gewerbegebieten. Nee, wir machen ja Industrie. Verdoppelt die Waren. Sagen wir mal ja für Woodpecker Land. Gewerbe, Gewerbe, Wohn, 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 Wohnsteuer, Gewerbe. Nee, was ich hier mache, ist Industrie. Also ist das sowieso schon wieder. Wasserverbrauch, Rauchmelderverteilung, Rauchverbot, Parks, Fassungs. Das sollte da reichen. Oh, Alter, jetzt. Warum fängt eigentlich die Nase immer bei Aufnahmen an zu jucken? Sekunde nochmal. So, da bin ich auch wieder. War genau ein bisschen am Tisch. Hoffentlich komme ich jetzt nicht ins Mikrofon, sonst gibt es doofe Geräusche. Ich habe mich mit kleinen Mops umgesetzt. Habt ihr keine Arbeitskräfte oder was? Müssen wir hier mal kurz nochmal leer machen? Oh, ja. Ja, Arbeitnehmer ist hier gerade so ein Problem. Ja, um das Arbeitnehmerproblem werde ich mich gleich nochmal kümmern. Also brauchen wir mehr People, das heißt, wir brauchen noch ein bisschen Hochhaussiedlung. Und dann sehe ich mal zu, dass wir hier noch ein paar Hochhäuser hinkriegen. Hoch, hoch die Häuser. Hatte ich eigentlich so nicht gedacht, aber eigentlich können wir dann kommen. So. Das finden die wahrscheinlich weniger witzig, weil es so laut ist. Schauen wir einfach mal. Kommen sollen die Studenten hier wohnen. Ganz ehrlich, so nah an der Uni kriegen die nie wieder eine Wohnung. So, und hier müssen wir mal gucken. Kann ich hier erstmal Bürogebiete hinpflastern, dass wir nicht direkt dran sind, weil die Bürogebiete sind ja nicht so laut. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. So, dann ziehe ich jetzt mit die erste Straße lang. Feuerio, da brennt's. Ich glaube, wir brauchen ein paar Feuerwehren gleich. So, und das machen wir da einfach mal. Oh, von da kann man sogar raus, weggehen. Okay. Ist für mich schon mal so eine kleine Vorbereitung auf das, was jetzt kommt. Geht doch. So, und das heißt Industrie in das Hole. Die Wood-Industrie, die können wir hier mal Woodpeckern. Und eins mache ich hier bei der Wood-Industrie jetzt wirklich, weil das Problem hatten wir ja drüben schon. Hier kommen nur die breiten Straßen hin, weil sonst macht das keinen Sinn. Oh cool, die können direkt so auffahren. Das hat natürlich echt was. Gut. Woody, der wird.
Woodpecker ist da, Ding Dong da, Ding Dong da. Woody, der Woodpecker ist da, Ding Dong, Ding Dong da. Ja, Water. Natürlich brauchen wir ja auch die Waterfront. Die Waterfront an der Waterkant. Mal Kreis. Der Kreisverkehr, damit hat man es schwer. So, das heißt hier war Büro, ne? Ne, Büro haben wir doch. Das heißt, hier kommt ein kompletter. Bunker bis dahin hin. Ach ne, komm, das, da lassen wir uns überraschen. Dann machen wir was anderes mit. Zur Not können wir nochmal über den Fluss rüber sitzen. Mal solche Scherze. So, Wasser. Hier haben wir dann unsere Kleinstadt. Ich glaube, Saarstadt müssen wir nochmal updaten. So, zumindest von dem Platz mäßig, was ich jetzt eingetragen habe für die einzelnen Stadtbezirke, müssen wir jetzt mal ein kleines Update machen. So, das heißt, Commercial haben wir Nachfrage. Alter, haben hier schon alles voll getackert. Ich glaube, wir brauchen hier aber doch irgendwann mal Feuerio, ne? Könnte man hier noch. Da haben wir feuerwehrtechnisch könnte man da noch. Ja, kommt da unten. Lieber eine Feuerwehr zu viel als eine zu wenig, wenn es hier wirklich mal richtig brennt. Ja, wir haben echt schon ein Problem. Hier kommen die überall nicht hin, die Jungs und Mädels. Können wir irgendwo eine Ghostbusters Feuerwehrwache hinsetzen, bitte? Können wir mal so. Bringt uns ja nichts, wenn hier die Hälfte der Insel abfackelt. Aber wir wissen ein bisschen was. Und hier haben wir immer noch zu. Das ist ein Leuchtturm, Jungs. Da ist es egal, wie hoch das Wasser steht. So. Tala. Da haben wir irgendwas Besonderes, was verbauen können von den Special-Gebäuden. Ich glaube, ich könnte mir mal einen Platz für die Space Needle aussuchen. Nee, aber zurzeit haben wir hier noch nichts. Hey, wir können das Colossal Order International Building bauen. Colossal Order International. Kann dahin. So, wieder eins von den Gebäuden weniger. So, mal gucken, noch irgendwas Specialartiges, was frei ist. Einkaufszentrum mäßige Müllberge. McDonald's. Statue der Industrie. Ah, viel brauchen wir dafür nicht mehr. Aha. Ich glaube, wir gucken mal, was wir überhaupt noch bei den Monumenten. Wo war das denn? Da bin ich doch gerade ein bisschen überfragt und das ist kurz Boomer gemacht, weil ich an das Dingens gekommen bin, an das Mikro. Importieren, exportieren, Ölprodukte, jo, Agrarprodukte, Erz, Waren, ja. Geringe, mittlere, gute Gesundheit.
Ja, geht auch eigentlich. So, allerdings, wo hatte ich denn das letzte Mal gesehen? Ich hatte doch das irgendwo, wo man sehen konnte, was man wofür braucht. Verdammte Axt nochmal. Hier war's. Gut, was haben wir denn? Weltraumlift haben wir. Projekt noch nicht. Hadron Collider fehlt. Aha, das Einkaufszentrum. Die Shoppingstatue. Ich habe noch keine große Bibliothek. Okay. Kernfusionskraftwerk. Observatorium und Platz der Toten. Ja, Platz der Toten dürfte mit Vollwerden ein echtes Problem werden. Einzigartige Gebäude. Ob das ist. Industrie, Observatorium und Platz der Toten. Platz der Toten. Füllen Sie drei Instanzen von Friedhöfen. Also müssen wir drei Friedhöfe vollkriegen. Okay, und das Ops. Ops, 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 Ops. Nicht das Operating Center, sondern das Observatorium. Gerichtsgebäude, nein. Offizieller Park, auch schön. Was haben wir? Ah, das war die Nummer mit den 1000 verlassenen Gebäuden in einer Stadt. 18. Ich könnte natürlich jetzt extra einen Stadtteil dafür machen und den leer stehen lassen, was aber ein bisschen blöd wäre. Ja, mal gucken, was wir kriegen, das kriegen wir. Und unten neben Colossal Orders tackern wir einfach mal noch schön. Riesiges Einkaufszentrum hin. Wie sieht's hier aus? Hier haben wir dann noch den Eiffelturm. 30.000, fass mir in die Füße. Grand Central. Füllen Sie vier, sieben, Alter, sieben Friedhöfe. 15.000 Kinder an Grundschulen. Das wird noch eine ganze Ecke dauern. Aber wir geben ja unser Bestes. So, die mögen gerne Gewerbegebiete haben. Eine Spaßkatze. Aber warum müsst ihr euch... Ruhe. Mitten im Nirgendwo ansiedeln. Ja, ihr habt kriegt da gleich ein ZBM und gut ist. Es geht gleich an und dann könnt ihr, da werdet ihr mit Strom versorgt. Dafür ist das Ding da. Sag ich doch. Und hier werden auch schon die ersten Dinger hochgezogen. So, ich wollte eigentlich. So, Saarstedt erweitern. So, das geht dann bis hier. Gar nicht so leicht, das alles richtig zu treffen. So, dann haben wir das hier auch soweit. Warum kräht der immer noch nach Strom? Ihr seid doch da überall angeschlossen. Auf rumzuheulen. So, dann haben wir das auch soweit. Kautzplatz. Achso, der hört da auf. Gut. Den Klei lassen wir hier jetzt einfach auslaufen. Und dann mal gucken, den Heidekrauts mehr Platz. Vielleicht fällt mir dafür irgendwann nochmal ein bisschen besserer Name an. Die haben kein Wasser. Habe ich da hinten kein Wasser? Da! Spartentenno. Zu doof zum aus dem Gebüsch schwenken. So. So. Damit haben wir Heidekrauts. Mich Krauts am Platz. Krauli, Krauli, Platzi. Ja. Ach, kein Wasser auf der Borke, diese Knorke.
So, das heißt, hier haben wir auch wieder Wasser verfügbar. Gewerbegebiet brauchen wir immer noch. Gewerbe, 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 Gewerbe. Alter. Ja, okay. Dann kriegst du da noch ein bisschen Gewerbegebiet und da. Eigentlich könnte man auch so einen Gewerbepark hier direkt um den Flughafen rumbauen. Hier ist ja eh noch nichts los, verkehrstechnisch, also. Machen wir hier mal ein bisschen Gewerbe hin, hohes Gewerbe, weil die produzieren und den ganzen Kram und das weiterverarbeiten. Die Goods können ja hier geliefert werden, die Goodies. Güterbahnhof und alles haben wir hier. Ich mal gucken, hier ist die Space Rocket. Die USS Rentnerkreis. Aber das ist es immer noch. Alter, Gewerbegebiet Nachfrage. Gut, hier haben wir Krankenhaus, dann pflaster ich das Gewerbe. Ein kleines Gewerbegebietchen, genau, Doktore. Zip. Und kommt das schön hier so hin.